Hallo, willkommen zurück zu Let's Play Dawn of War 2 Together mit Celeros. Ich will nach Hause. Der jetzt schon angefressen ist aus ominösen Gründen. Wir machen Du bist weiter. schuld. Wir machen weiter mit der nächsten Mission. The True Enemy. Klingt sehr interessant. Ich lese vor. Commander, the Das time haben has wir come letztes to Mal strike beschlossen, the weil du das true nicht enemy. kannst. Moment kurz. Whoever has been provoking and guiding the green Das ist der skins Moment has holed kurz. up at Fellhammer Mine on the outskirts of Argus. We believe that Kann Mech ich jetzt? Badzapper, the Nein. orc who escaped us when you first arrived on Calderas, is also headed for the mine. You and your squads will drop south of Fellhammer and push north. Strength and firepower will pay greater dividends than Was stealth. machst du? For this reason, Sergeant Cyrus will remain aboard the Armageddon and provide mission support. Wir haben ja gerade davon gesprochen, wegen Aufnahme-Fails und so weiter, und ich habe einfach Och auf die Gott. Mission gedrückt. Das heißt, es ist der Sprecher hat gesprochen, bevor wir eigentlich das Mission Briefing, naja, gelesen haben. Sorry. Ich hau dir mal auf die Fresse. Wolltest du es nicht so schon 80 Mal machen? Ja. Aber Na. ja, die Badland Communities east of Argus Settlement serve as a buffer between the Desert Wilds and the Planetary Capital. Lass mir mal das gelesen haben. Den Text habe ich jetzt eh geskippt und mach einfach los. Ich habe die Schnauze jetzt schon voll. Wieso hat es jetzt abgebrochen? Ich habe keine Ahnung. Könntest du es theoretisch abbrechen? Ich weiß nicht mal wie. Oh, Oh. Sergeant Thaddeus! Oh nein, nicht Thaddeus Tentakel. Entschuldigung, Thaddeus, wie sie es hier aussprechen, aber es ist Thaddeus. Ah, unser Assault Squad. Es ist Thaddeus, 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 Deus, Deus. Irgendwie habe ich das Gefühl, ich bekomme den. Nein, bitte nicht. Ich will den haben. Ich glaube, wir können da nicht später tauschen, weil man kann, glaube ich, nur 4 Squads in die Mission mitnehmen. Ich wollte gerade sagen, höchstwahrscheinlich Das kann heißt, ich dass wir ihn. dann eh eigentlich Squads untereinander tauschen könnten dürften. Ja. Oh nein, wer hätte nur gedacht, dass wir jetzt Steel Rain machen? Oh nein. Hey, der Bolter ist losgegangen, ja schön für ihn. Irgendwie fehlt mein Aufklärungssquad. Weil das nicht. Ah, stimmt, tatsächlich. Egal, das brauchen wir nicht. Dann mache ich ihm Solo Yolo. Ja. For the Emperor! Welches von den Objectives soll man eigentlich machen? Ich würde sagen, die Communication, oder? Wir gehen einfach mal nach oben. Oh Gott sei Dank, da wollte ich sowieso hingehen. Wir können auch kein anderes machen auf der Map. Oh. Movement on the ridge. Es ist also doch Elder Fuckery. Scheiße. Das Oh Fort nein, Sargon! Sherlock! Das sind keine Orks! Woran The liegt das? Fort Sargon, the area is safe. Slaughtered them. We will avenge them. Keep moving. Orc gunners on the ridge! Get to cover! Fury from the sky! Cut them down! Ah, bin ich eigentlich Untertitel oder so ein Schwachsinn eingestellt? Ja, aber ich glaube nicht bei den Dingern. Ich merk's. Ah, da hast du. Jetzt weißt du, warum du deine eine Squad nicht gehabt hast. Ja. Good to see you too, Avitus. Coordinates fixed. Ja, dann lass mal warten, bis der Scheiß aktiv ist und dann einmal reinchargen. My squad can use our jump packs to land right in the middle of those gunners. They're no match for Welche Gunner? Ach, hast du Granat reingeworfen? Na sicher. Commander, there is a communications array nearby that we should secure for the chapter. Strategic assets like these grant us combat advantages and allow us to more easily reinforce in the field. I will run a scan on their defenses. Commander, the orcs are well entrenched at the main entrance. A frontal assault would be unwise. A jump, some grenades, and we're in, Cyrus. And right in the sights of the whole orc horde. Darum geht's ja. Ich wollte gerade sagen, darum geht's doch. Ich meine, gut, wir könnten sie jetzt flankieren, aber. Scheiß drauf. Das kriegen wir auch hin. Mein Jump ist jetzt wieder ready. Du hast deine Granaten immer noch. Ja, ich nehme den Punkt ein zum Verstärken dann Ja, und klar. fertig. Let's go, my boy. Soll ich mich um die linke Horde kümmern? Die kommen ja auf, Leute, die kommen ja auf dich zu. Gib ihnen ein Haar aufs Maul. Oh, hoppla. Ich jump da links rein. Ja. Strike hard and true.
Frontal Assault ist unwise. Selber unwise. Stimmt, weil es auch funktioniert. Hey, ihr scheiß Ork-Minions. Easy. Make it ours. Kann man nicht immer mit mehr Leuten das Ding capturen, das schneller capturen, oder geht's nur mit einem? Nur mit einem eigentlich. Also. Das Capture. Naja, sehe ich ja gerade, mach mal einen Assault Boys. Genau. Thaddeus macht das. Es ist Thaddeus. Gott, dieser Spruch. The array is in our hands. Excellent, Commander. This array will provide us with valuable combat intelligence in future operations. Fellhammer Mine is close by, Commander. Aber die Brücke kann man nicht gehen. Ja, deswegen müssen wir hier oben rumgehen. Ja, den einen Überlebpunkt noch mitnehmen und dann da oben hin, ja. Die Orks haben wir nicht getötet. Nö, die waren schon tot. Die waren schon so, ich schwöre. Das war ich uns zwei so mal nicht. Trouble. These are the Ork Guards killed where they stood. Someone else has gone through here. Nein, wirklich! Vielleicht haben sich alle selber getötet. Emo-Orks. Du bist Spook, Skykiller und Gutwrencher. Aber mein Cyborg-Eye sagt, du bist nicht mal Orks at all! Oh, Captain Obvious ist da. Now the humans join the fray, I see. The fools cannot see the true threat facing us all. Typical Erdersing. Xenos. Space Marines too! Time to lug it! Eldar and a warlock leads them. Whoop. Commander, the Eldar must be the ones who have been stirring up the orcs. Kill those Eldar before they escape. I am a Eldar! Ich würde mal sagen, die Elder haben es nicht verschissen. Jo. Oh, guck mal, da kommt was auf dich zu. Nein, das ist meins. Oh, ihr meint, ihr könnt euch ja befestigen? I don't think so. How about no? The Emperor says no. Ah! Gerade wo ich die Granate reinwirf, hast du alle auseinandergeschmissen. Pfui. Böser Boy. Böser Bertram. Ja. Der Ballereffekt ist bei mir ein bisschen zu laut. So, Thaddeus, los geht's. Oh. Oh nein, was sollen wir nur tun? Thaddeus hat ein bisschen die Fresse bekommen. Holy shit, der geht aber gut, Thaddeus. Gib mal ein anderes Ziel. Ja, feel the force of that grenade, bitch. Du. Bye bye. Foolish blind humans. The orcs could have slowed them down, given us time. You have doomed us all. Rant all you wish, Eldar. We stand, and you have fallen. Victory is but a to the next battle. Yeah! Schönes Kettenschwert. Nettes Ergebnis. Level up für Thaddeus. This is a grave development, Commander. The Eldar are evidently provoking and influencing the Orcs. Their involvement is hardly good news. They claim to be stirring up the Orcs to combat a common threat. What could that be?
I would not put much stock in what the Eldar say. They are deceitful and manipulative by nature. That they are, Tarkas, but the Eldar aren't fools. The warlock you defeated may have been guiding the orcs here on Calderas, but he was only one part of a larger plan. We are receiving reports that the Eldar are stirring up the orcs on the nearby Typhon system. The Armageddon will take you to Typhon, so you can engage the enemy there. I will relay all distress signals we receive from Typhon back to you. Habe ich spontan richtig rausgefunden. Die sind jetzt gerade der Meinung, die Eldar helfen den Orks, beziehungsweise stacheln die Orks auf. Ja. Wow, sind die blind. Haben gar nicht gesehen, dass die Eldar gegen die Orks gekämpft haben. Bupdidu. Ach, du hast Cybers bekommen. Ah, nee, Quatsch, das ist mein... Das ist mein Unassigned Squads. Ich wollte gerade sagen, warum habe ich hier meine Squads und der Rest unassigned? Müssen nicht deine sein? Schauen wir mal auf die Star Map, bevor wir da rumfuchteln. Okay, ab auf die Star Map. Ah. Typhon. Auf nach Typhon. Ja. Das gleiche musst du machen. Stimmt. Das heißt, ich muss einen Scheiß vorlesen. The jungle is in swarms of Typhon. Teams with orcs who have all been wiped out of the planet's primary humans. The few survivors are prize recruiting stock for the Blood Ravens. Ich kann sogar schon sehen, welche Mission wir da haben. Ja. Wir können eine Blendkarte bekommen und einen Sniper. Nice. Travel to Typhon's premises. Nice. Dann kümmern wir uns erstmal um die Level-Ups. Wir haben Thaddeus. Der ziemlich ein Nahkämpfer ist, insofern gebe ich ihm schon mal 2 Punkte. Hat der Merciless Strike. Und ein bisschen mehr HP kann er gut gebrauchen. Das passt so. Weil du kannst deinen Scheiß auch noch machen, ne? Was für ein Scheiß. Deine Boys auswählen, ne? Also auch upgraden und so weiter. Sicher, kann ich alles normal machen. Interessant, weil mich ist drauf, dass die unassigned sind, obwohl du bei die mir hast. Auch. Aber ich kann die ganz normal bearbeiten. Okay. Na, dann ist es halt so. Wahrscheinlich muss ich mir da beim Missionsstart irgendwie aussuchen oder so. Das kann es sein, ja. Ah, nein, ich kann es mal so aussuchen, wenn ich auf den Squad Deployment Screen gehe. Ah, jetzt sehe ich dich. Ja. Interessant. Weil du kannst links oben da das Dropport draufklicken. Ah. Das kann man so in der Art dadurch durchtauschen. I see. Siehst du? Sind sie unassigned? Und du kannst jetzt auch alle unassigned und dir dann welche aussuchen. Bleibt die Frage, wobei an sich? Oder wolltest du mit Thaddeus haben? Mir ist das scheißegal. Weil Thaddeus passt zu mir, weil dann habe ich hier 2 Nahkämpfer theoretisch und du kannst dann die Fernkämpfer nehmen. Na gut, von mir aus. Gut. Bleibt die Frage, welche müssen wir nochmal zuerst? Spider Monk Flies oder Defend the Array? Ich denke, dass das komplett egal ist. Nur das eine ist halt gegen Orks, das andere gegen Eldar. Ich würde sagen, wir machen wahrscheinlich eh beide Missionen, ne? Müssen wir so oder so. Dann fangen wir mit den Orks an. Na dann. Ich lese mal vor. Ich wollte gerade sagen. The humans who once inhabited the Typhon's highlands erected temples near the volcanic Mount Sicarus. Ruins now rise above canyons dug by ancient lava flows. Ooh, lava. Auf zum Text. Commander, the Greenskins continue to attack vulnerable targets. A communications array has come under attack from an orc horde. They seek to loot and destroy this important structure. These arrays improve our communications across the subsector and allow us to monitor enemy movements. We cannot afford to lose that advantage. Bleibt die Frage, bevor wir deployen, wäre es nicht sinnvoller, Avitus mitzunehmen, weil er sein Heavy Bolter für eine Verteidigungsmission? Muss nicht sein, aber ich kann. Ich meine, die Handgranaten sind halt recht nice, aber ich kann auch switchen, wenn es unbedingt sein muss. Nö, denke ich mir nur spontan, er könnte sinnvoller sein als, Na dann. Leg los. Gut.
Ich bevorzuge ja doch die Schrotflinte von Cyrus, weil die doch sehr Bum-Bum macht. Ich habe ihm auch, glaube ich, selbst das Rotum sehr ausgerüstet gehabt, meine ich, ne? Ich habe ihm auch extra noch eine gegeben. Ja. Oder nachgesehen, ob er sie noch hat, also ich bin nicht blöd. The Orc Assault is about to begin, Commander. The Greenskins will target the generators powering the array. If those fall, the relay will be theirs. Mhm. Haben ein paar Häuser zu uns hinsetzen können. Mhm. Ah, jetzt kommen sie von da oben zuerst. Wo warst du das? Der rote Pfeil! Ah! Ich habe gerade auf die Minimap gesucht. Give the word. Ah, von da kommen auch welche. We have our orders. Oh, ich mach die Brücke. Yay. Oh nein, mein Freund, du stellst da keinen Heavy Bolter auf. Was soll man die Orks für eine Scheiße benutzen? Aber den Heavy Bolter, der sich die Plötter, willst du natürlich nicht engagen. Den Big Shooter. Ach, der hat sich wieder aufgestellt. Wahrscheinlich gesehen. Nein, wirklich. Klaus Coltadeus. Aber das ging nochmal gut. Ja, du kannst ihn auch zurückziehen, damit er sich heilt. Ah, da, ja. So, jetzt kommen die vom Süden. Würde ich mal ganz spontan sagen, bleiben ein bisschen defensiver und nicht mehr so aggressiv. Ich mache ein paar mehr Jumps und ziehe mich dann wieder mal zurück. Ach, ist ein Mining gelegt. Ja. Ja, ich würde mal sagen, das erledigt sich schon alleine. So in der Art, ja. Könnte auch eine Artillery Strike anfordern. Das ist nicht nötig. Naja, aber nur damit es weiß, dass ich es könnte. Oh, Plasma Gun. Könntest du vielleicht ein bisschen mehr in den Nahkampf gehen, wenn du schon die Nahkämpfer hast? Bis du wieder suppressen bist und dann machst du wieder fertig. Ja, da gibt es jetzt gar nicht viel zu tun. Nur war nur Überraste gewesen. Ja. Spannende Mission, ne? Bis jetzt nicht so. War Sarkasmus. Das weiß ich. Bei dir kann man nie wissen. Das stimmt auch wieder. Brauchen wir Supplies? Brauchen nix, nein. Dann nicht. Das heißt, die Boys versuchen genau dasselbe nochmal. Have fun. Oh, hat gerade den Heavy Bolter aufgestellt gehabt. Das ist aber schön für ihn. Ja,
Oh boy. Bist du auch ein Weichei? Nicht wirklich, wollten wir unsere schöne Position ausnutzen. Palapap. Aber ich habe auch erwartet, dass mehr kam. Tja. Oh, in 15 Sekunden kommt der Final Assault. Oh nein. Oh nein, der Final schon? Ja, steht er da. Ja, dann gehe ich schon mal zur Nordbrücke. Hm. Ah, da sind sie. Ja. Avitus, glaube ich, hat da keine Probleme. Oh, da kommt was. Oh, das gibt Aua. Ja, das ist Aua. Dann nochmal begrüßt das Kommando von oben. Please. Oh, Looter Boys. Zurück, weil es ein bisschen viel Aua da. Dann jump ich noch einmal drauf und dann hat sich die Sache schon beendet. So ungefähr, ja. Jo, Bertram. Du hast auch Stalinwut an. Ja, sowieso, was glaubst du denn? Na, die halten ja mal nix aus. Nö, die sind ziemlich weich. Boah, schöner Midi-Kill da von Thaddeus. Communications Array secured. Yay. War's das schon oder soll man das Ding nach da vorne erobern? Na, das war's schon. Das hätten wir in der Zwischenzeit machen sollen. Hätten wir gewiss auch hinbekommen. Ja gut, schneller hätten wir es auch nicht machen können als wir das. Ich wollte gerade sagen. Aber hey, haben wir alles so geschafft. Attackes bekommt dann gar keine Erfahrungspunkte, wenn er nicht dabei ist. Genau. Hm. Excellent work, Commander. Losing that array would have been a devastating blow in our fight to save the sector. Losing it to the Orks would have been particularly painful, since their plan was to loot it for parts. That would have been a blow. No arrays of this type have been made in 2 millennia. That is correct, Sergeant. We no longer have the technology to make these arrays. Losing one is a blow the Imperium never fully recovers from. It still remains unclear what the Eldar hope to gain by provoking the Orks. Whatever their purpose, the Eldar are using all their trickery to disrupt communications outside the sector. We are uncertain how they are managing this, but our astropaths describe their interference as a shadow across the warp. A shadow across the warp. Those were their exact words? Yes, those were their exact words, Cyrus. We have more immediate problems, however. Mech Bad Zappa is mounting another offensive on the capital, and I need to see to our defenses. Secure Typhon quickly. I could use you back here soon. Thule out. Why so concerned with the ravings of astropaths, Cyrus? No reason. I just hope that casting a shadow across the warp is an ability the Eldar truly have, for all our sakes. Ja, ich warte. Ah ja. So's. Haben wir vielleicht ein paar neue Sachen für unsere Boys? Nee, Thaddeus hat ein neues Level dafür. Und Bertram hat auch kein Level abbekommen. Aber nach der nächsten Mission wird das auf jeden Fall haben. Warte, bis du durch bist mit deinem Level? Ich muss erstmal da ein paar Sachen wegschmeißen und so weiter. Ja, das kannst du machen. Wir haben ja mittlerweile ein bisschen was gesammelt. Ja, du könntest auch Level-Ups machen. Oh, jetzt habe ich auf einmal welche bekommen. Die hattest du davor auch schon. Na, die waren mir gar nicht angezeigt. Okay. Du Lügner. Ich lüge nicht, guck dir das Video an. Doch, du lügst immer, ich weiß es. So. Du bist furchtbar.
Das zu erkunden des Skies. Mehr Nahkampf, mehr Energy. Energy brauche ich eigentlich nicht. Mehr Nahkampf ist am besten. Kann aber trotzdem nichts anderes benutzen. Wobei ich keine Arme geben, das ist schon mal nicht schlecht. Kommen wir zu Bertram. Righteous Fury wäre nicht schlecht, wenn wir das haben. Bekommen wir Erfahrung, wenn wir Schrott wegschmeißen? Ja. Ah, das wird der Grund sein, warum ich dann erst den Level-Up bekommen habe. Das gilt aber nur für den Charakter, glaube ich, auf den du das wegschmeißt. Anscheinend nicht. Und nicht overall. Na dann. Aber du bist ein bisschen weit im Level drinnen, also hattest du das davor auch schon. Weil der XP-Gain dadurch ist minimal. Ja, 20 habe ich nur bekommen, aber Bertram war auch sehr nah dran. Bei Thaddeus weiß ich spontan nicht, aber bei Bertram weiß ich, er war sehr nah dran. Aha. Spontan bin ich ja mit der Rüstung zufrieden. Die Frage, will ich den Rosarius wegnehmen, dafür den hin auf Purgation nehmen? Das ist dir überlassen, du musst mit dem spielen, nicht ich. Ich glaube aber, der Rosarius ist besser. Ich wäre soweit. Same. Dann lesen es vor. The Great Arena in Typhon's Jungle Highlands serves as the site of four brutal recruiting trials held by the Blood Raven Space Marines. Dann klicken wir. Okay. Commander, we have located a substantial Eldar strike force. This force appears to be led by one of their so-called warp spiders. Warp spiders are capable of rapid teleportation, which may explain how the Eldar are monitoring the orcs on Typhon without being seen. Eliminate him and uncover what you can of the Eldar plans on Typhon. Yay! Und das Ziel ist verwundbar zu Nahkampfangriffe. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Ich auch nicht, nein. Oh, die Eldar. Gay. Die Gay da. Who knows? I do. Shit. Oh nein, es regnet. Sehr intensiv, ja. Das kann man so sogar als Regen bezeichnen. Ich wollte sagen, das kann man als Regen bezeichnen mittlerweile. Weißt du, was übrigens ziemlich spooky ist? Jetzt kurz. Das Video wird zu Halloween aufgenommen. Scheiße! He will not stay there for long. Du hast recht. We should move. Agreed, but watch for traps. So, welchen Punkt wollen wir denn erobern? Das ist mir egal. Welchen Vorteil wir halt wollen. Ich würde spontan den nördlichen nehmen, da eh quasi auf dem Weg ist. Na dann. Gehen da quasi quer nach Norden, dann ab in die Arena. Psst, dann, ich bin scharf zu Geistkrieger. Dann scoute mal. Gut. Die scheiß Idioten warfen sich einfach mal in der Fresse rein. Sind ja auch Warp-Spoders, also. Jetzt sind es keine Warp-Spoders mehr. Das sind so einige von den Pennern. Under suppression!
Da fliegt er raus. Ja. Unfälle passieren. Ja. Manchmal auch sehr häufig. Ah, da unten ist hier gleich ein Verstärkungspunkt. Ja, das trifft sich sehr gut.